Experten schätzen, dass der Baumwollmarkt in diesem Jahr ein Volumen von 40,56 Milliarden Euro erreichen wird und bis 2029 auf 46,34 Milliarden Euro anwachsen soll. Mehr als das BIP von Andorra, Nicaragua und Nordkorea zusammen. Wenn es um so viel Geld geht, gibt es keine unwichtigen Details. Wie sieht es zum Beispiel mit dem Transport aus? Baumwolle wird oft über Tausende von Kilometern transportiert. Und es ist extrem wichtig, dass sie von Anfang an schonend behandelt wird. Deshalb entwickeln die Ingenieure Maschinen wie den C&M Moonbuggy Monster 2, der bis zu 10 Baumwollballen transportiert, mehr als jedes andere vergleichbare Fahrzeug, und über eine dreh- und hochfahrbare Kabine verfügt, sodass der Fahrer immer eine gute Sicht hat. Die Ballen werden schnell und sanft transportiert. In einer Stellenanzeige für den Fahrer des Terramec RT14R wäre ein Hinweis auf die Liebe zum Karussell sicher nicht fehl am Platz. Denn Ladefläche und Kabine dieses raupenbetriebenen Prachtstücks lassen sich um 360 Grad drehen. Arbeit gibt es genug, denn die Technik ist kompakt, aber ziemlich leistungsstark. Bei einer Länge von rund 6 Metern kann sie bis zu 12,7 Tonnen Fracht transportieren. Der Terramec RT14R ist mit einer Kippmulde ausgestattet, die bis zu einem Winkel von 60 Grad gekippt werden kann. Der Terramec ist nicht besonders schnell, 10 km/h, aber das spielt keine Rolle, wenn der Untergrund eine Schlammpiste ist. Nach Angaben der Weltbank fallen weltweit pro Jahr rund 2 Milliarden Tonnen Siedlungsabfälle an. In einigen Regionen der Welt könnte sich diese Menge bis 2050 verdoppeln oder sogar verdreifachen. Damit wir nicht im Müll versinken, entwickeln die Ingenieure weltweit fortschrittliche Recyclingtechniken. Schauen wir uns an, welche Fortschritte die Firma Lefort auf diesem Gebiet gemacht hat. Ihre patentierten Selbstpfandensysteme zerkleinern und pressen Metallschrott. Je nach Typ arbeiten die Pressen mit einer Kraft von bis zu 180 Tonnen. Die Scheren schneiden mit bis zu 1250 Tonnen. Die Fernsteuerung entlastet den Bediener. Das Löschen von Elektrofahrzeugen ist eine Herausforderung, da sie nach dem Löschen immer wieder entflammen können und große Mengen Wasser benötigen. In den USA verbrauchte die Feuerwehr einmal mehr als 100.000 Liter Wasser für einen Tesla Model S. Statt Feuerwehrschläuche bereitzuhalten, ist es daher oft einfacher, das Auto in einen solchen Anhänger zu fahren, um die brandgefährdeten Bauteile zu kühlen und zu sichern. Der Pufferbehälter MST fasst 17.000 Liter Löschwasser. Die auch zum Löschen anderer Brände nützlich sein könnten. Unter anderem in Deutschland und möglicherweise in der gesamten EU, die im August 2022 einen traurigen Rekord aufstellte, als 700.000 Hektar Wald niederbrannten. Einmal in einem Wohnwagen leben? Das könnte eine Überlegung wert sein. Das Team von Expendable Trailers bietet wunderschöne Wohnwagen an. Wenn du einsteigst, vergisst du schnell, wo du dich eigentlich befindest. Einer der Wohnwagen ist 13,60 Meter lang und hat eine Wohnfläche von 62 Quadratmetern. Die Vorbereitungen für das luxuriöse Wohnen sind denkbar einfach. Am Zielort angekommen, braucht eine Person nur 15 Minuten, um alles aufzubauen. Da die Wohnwagen aus Modulen bestehen, dauert die Produktion nur wenige Monate. Das Design kann individuell angepasst werden, egal ob es sich um eine Luxuswohnung, ein Büro oder ein Krankenhaus handelt. Ein 3D-Konfigurator auf der Website des Herstellers hilft bei der Visualisierung.
Der TRV ZE1 Mercury ist eine absolute Innovation in der Verkehrswelt. Dieses außergewöhnliche Fahrzeug wurde für den Einsatz in Tunneln entwickelt und verfügt über 2 Fahrerkabinen, um Wendemanöver zu vermeiden. Seine Hauptaufgabe ist die Evakuierung von Menschen im Brandfall. In der Enge eines Tunnels sind sowohl das Feuer, das wertvollen Sauerstoff verbraucht, als auch der beißende Rauch extrem gefährlich. Daher muss man schnell zum Ort des Geschehens gelangen. Deshalb verfügt der Mercury über einen elektrischen Allradantrieb und beschleunigt auf bis zu 60 km/h. Im Innern gibt es Platz für 12 Passagiere, 400 Liter Wasser und einen Sauerstoffvorrat für 5 Stunden. Wo Straßen zu Matsch werden, ist Technik wie die Trekol Arctica unverzichtbar. Das weltweit erste Geländefahrzeug auf Rädern kann bis zu 4 Tonnen Fracht transportieren. Mit Anhänger sogar bis zu 5,5 Tonnen und ermöglicht den Transport von Personen und Gütern auf schlecht tragfähigen und dichten Böden, im Gelände sowie auf öffentlichen Straßen. Der Allradantrieb und die Bodenfreiheit von 53 cm sorgen auch in der Arktis für ein sicheres Fahrgefühl. Die 1,60 Meter hohen Räder lassen das Fahrzeug nur 10 cm kleiner erscheinen als ein durchschnittlicher japanischer PKW. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem 170 PS starken Dieselmotor. Im Innern gibt es 21 Sitzplätze für die Passagiere. Australien gehört zu den 10 Ländern mit dem größten Straßennetz der Welt. Aber nur 17% der Straßen sind asphaltiert. Das bedeutet einen enormen Arbeitsaufwand beim Asphaltieren. Um den langwierigen Import großer Mengen an Spezialtechnik zu vermeiden, entwickeln lokale Unternehmen clevere Alternativen auf Basis weit verbreiteter Fahrzeuge. So basiert beispielsweise der Lastwagen Borel FMS auf einem Iveco Stralis und ersetzt nun Walze, Kipper und Asphaltfertiger. Diese Maschine asphaltiert mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7 km/h. Die Arbeitsbreite beträgt 3,60 Meter und die potenzielle Gefährdung von Infrastruktureinrichtungen wie Stromleitungen und Brücken wird reduziert. Die Firma Circle C Equipment stellt Heuerntemaschinen her, die auch anspruchsvolle Landwirte zufriedenstellen. Der American Eagle greift und stapelt die Heuballen nicht nur automatisch, sondern sortiert sie auch noch zu gleichmäßigen, dichten Stapeln und passt sich an unterschiedliche Ballenformen an. Die maximale Kapazität beträgt 18 Ballen mit den Maßen 90 x 90 cm. All diese Funktionen können problemlos von einer Person bedient werden. Ein zusätzlicher Bediener ist nicht erforderlich. Beim Entladen funktioniert der American Eagle wie ein Kipper, sodass die Ballen zu mehrstöckigen Türmen gestapelt werden können. Die Profis von Pavelli kennen keine Langeweile. Das Unternehmen ist Marktführer für maßgeschneiderte Anhänger und hat in 40 Jahren Vertriebskanäle von Italien bis nach Amerika und Asien aufgebaut. Der Anhänger Extra hat eine Tragfähigkeit von 23 Tonnen. Pavelli bietet aber auch andere Lösungen. So können einige Anhänger durch eine Schiebekonstruktion um 3 Meter verlängert werden. Der Block mit der Hinterachse kann senkrecht gestellt werden. Wenn sich durch diese Metamorphose die Rampen öffnen, atmen Fahrer von Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit auf. Werfen wir einen Blick auf die Rettungstreppen einiger deutscher Flughäfen, die auch für die Brandbekämpfung geeignet sind.
Der Flughafen Hannover hat seine Feuerwehr bereits mit der Rettungstreppe E5000 von Rosenbauer ausgestattet. Die 5,50 Meter hohe Treppe verfügt über einen 341 PS starken Motor und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 105 km/h, um schnell zu Hilfe eilen zu können. Alle Funktionen können von einer Person bedient werden. Die Breite reicht für zwei Personen mit einer Krankentrage. Die Flughafenfeuerwehr München erhielt von der gleichen Firma eine etwas weiterentwickelte Treppe. Sie erreicht eine Höhe von 8,50 Meter. Damit kann man Menschen sogar aus einem Airbus A380 evakuieren. Auch die Flughäfen in Frankfurt, Düsseldorf und vielen anderen europäischen Städten setzen auf diese Technik. Tausend Besucher eines Rockfestivals produzieren so viel Müll wie eine Stadt mit der gleichen Einwohnerzahl in einem Jahr. Das kann doch gar nicht sein, oder? Aber allein die britischen Open-Air-Festivals hinterlassen Hunderttausende kaputter Zelte, die nicht mehr repariert werden können. Wer räumt das alles weg? Das Unternehmen Eskes Cleaning hat sich auf die Reinigung von Veranstaltungsorten spezialisiert und bringt nicht nur arbeitswillige Mitarbeiter mit, sondern auch spezielle Maschinen. Diese hier funktioniert genau wie ein Staubsauger, ist aber zusätzlich mit starken Magneten ausgestattet. Diese fangen von Schrauben bis zu Zeltheringen alles Mögliche auf. Das globale Logistiksystem entwickelt sich ständig weiter. Viele Experten sind sich einig, dass dieses Jahr von der großflächigen Einführung verschiedener intelligenter Automatisierungen geprägt sein wird. Mit anderen Worten, Roboter werden den Menschen unterstützen. Zu den interessantesten Projekten in diesem Bereich gehört Scale. Hier arbeiten Top-Spezialisten von Giganten wie Toyota und der Universität Göteborg zusammen. Ziel ist es, eine umfassende Lösung für die Automatisierung und Effizienzsteigerung im Warenumschlag zu entwickeln und zu testen. Dazu werden automatische Gabelstapler von Toyota in Lagerhäusern eingesetzt. Statt der üblichen Lastwagen kommen Elektroautos von Einride zum Einsatz. Diese sind vollautonom und bereits in den USA zugelassen. Eine Batterieladung reicht für bis zu 300 Kilometer. Die Firma Smithco stellt Anhänger her, die zur Seite kippen. Klingt einfach, ist aber nützlich. Die Entladezeit von Schotter, Sand und anderen Schüttgütern verkürzt sich erheblich. Spezielle Ladungen wie umgestürzte Bäume und Felsbrocken bereiten weniger Probleme. Der CP30 ist für 30 Tonnen ausgelegt. Und wenn das nicht ausreicht, können drei Anhänger aneinander gekoppelt und gleichzeitig gezogen werden. Smithco setzt serienmäßig auf Niederdruckreifen. Ein weiterer Vorteil: die Ladung kann sowohl nach links als auch nach rechts gekippt werden. Der MAN TGS und der Bergeaufbau Omas sind wie füreinander geschaffen. Das Ergebnis ist ein Abschleppfahrzeug. Und wenn es mal langweilig wird, beeindruckt es die Zuschauer auf verschiedenen Autoshows. Schließlich sieht man ein 8x8-Fahrzeug mit einem 480 PS-Motor nicht alle Tage. Mit ihm lassen sich schwere Lasten bis zu 50 Tonnen ziehen. Ein eingebauter Kran hilft beim Anheben eines bis zu 15 Tonnen schweren Fahrzeugs. Für das Herausziehen aus einem Graben stehen 7 hydraulische Winden mit einer Gesamtzugkraft von 210 Tonnen zur Verfügung. Dass ein leistungsfähiger, wendiger und zugleich komfortabler Muldenkipper längst Realität ist, beweisen die Ingenieure von Bergmann.
Auf der Basis eines knickgelenkten Fahrgestells haben sie mehrere beeindruckende Maschinen entwickelt. Der Fahrer sitzt in einer klimatisierten Kabine und kann sich auf dem Sitz drehen, um den Be- und Entladevorgang genau zu kontrollieren. Bei Bedarf dreht sich der Fahrerstand während der Arbeit um 180 Grad. Der 3-Seiten-Kipper C815S kann bis zu 12 Tonnen transportieren. Seine ausgezeichnete Bodenfreiheit von 429 bzw. 424 mm macht ihn perfekt geeignet für die unterschiedlichsten Baustellen. Arbeitspferd für schwere Lasten. So beschreiben die Macher diesen Anhänger. Warum so bescheiden? Sie haben einen neunachsigen Riesen gebaut, der bis zu 27 Meter lang und mit bis zu 113 Tonnen belastbar ist. Zum Vergleich, der Panzer M1 Abrams wiegt rund 57 Tonnen. Außerdem können alle Räder des Anhängers um plus minus 60 Grad gedreht werden. Die Tests der Federung, des Rahmens und anderer Komponenten erinnern an die Vorbereitung einer Mars-Mission. Doch der rote Planet ist weit weg. Dafür sind Teile von riesigen Windkraftanlagen, historische Lokomotiven und andere schwere Lasten ganz nah. Kompakt, leistungsstark und von unübertroffener Qualität. So bewerben die Profis von Dutchman ihre LKW. Und das zu Recht, denn es handelt sich um LKW für Baumverpflanzungsarbeiten. Die Ingenieure haben nicht nur spezielle Schnäbel aus Stahl entwickelt, sondern auch Methoden, um Klingen kalt zu formen, wodurch sie noch stärker sind. Zudem haben sie auch einen mehrstufigen Zylinder patentiert, der keine Probleme mit der Ölverdrängung oder seitlichen Belastungen aufweist. Das Ergebnis ist eine stark verkleinerte, aber ebenso effiziente Konstruktion. So steht zum Beispiel ein 277 cm hoher Schnabel einem 371 cm hohen Pendant in nichts nach. Staplerfahrer aufgepasst! Die Roboter kommen! Aus der Zusammenarbeit von Robo und DH Technologies ist ein völlig autonomer Gabelstapler hervorgegangen. Er ist elektrisch, kann den ganzen Tag arbeiten, steigert die Produktivität um Dutzende Prozent und wird mit Erdgas betrieben. All diese Vorteile führen zu erheblichen Einsparungen. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Gabelstapler mit Fahrer senkt die Neuheit die Kosten um 59.143 Euro pro Jahr. Da kommt die Statistik eines britischen Medienunternehmens gerade recht, wonach rund 80% der Bauunternehmer über Fachkräftemangel klagen. Hast du solche Maschinen in deiner Stadt gesehen? Sie reinigen die Straßen und befreien sie vom Müll. Und sie werden von Jahr zu Jahr technisch beeindruckender. Diese Maschine trägt das Logo von Mercedes-Benz und hat zwei Behälter. Einen mit 1600 Litern Wasser und einen, der 7 Kubikmeter Müll zur Deponie transportiert. Eine Klimaanlage sorgt für den Komfort der Arbeiter. Was die Umweltfreundlichkeit betrifft, so erfüllt die Maschine die Euro 5-Norm.